So, heute möchte ich euch mal mein Krebsbecken oder meine Krebsbecken vorstellen. Im Moment sind es ja noch zwei oder nur zwei. Einmal das 54 Liter Becken hier mit den Brigittal, also Boraras Brigittal. Schwimmen hier ein paar mit als Beifische. Ich glaube 10 Stück oder so. Und natürlich ein Krebs. Und zwar ein noch relativ kleiner. Hier sieht man ihn. Ausnahmsweise mal nicht so versteckt, sondern nur unter dem Stein. Das ist Scherax Orange Tip, beziehungsweise der Feuerkrebs. Ja, lebt hier mittlerweile alleine im Becken. Es waren mal insgesamt 5. Allerdings waren die zwischengehältert bei meinem Freund André. Und der hatte damit weniger Glück. Im Endeffekt ist nur einer übergeblieben. Und der sitzt jetzt hier vorübergehend in den 54-Liter-Becken drinne. Bin mir noch nicht sicher, wo ich den reinsetze, aber ich denke, in der Größe ist das noch sicherlich gut machbar und vertretbar, auch den hier noch etwas länger drin zu halten. Ansonsten ist das relativ unspektakulär, etwas unordentlich. Es gibt hier keine Linie oder keine ja, wie soll man so schön sagen, keine richtige Bepflanzung. Es ist alles ein bisschen wild durcheinander gewirbelt. Mit ein paar Höhlen, Laub halt wie drinne. Und ja, ich sag mal in Anführungsstrichen krebsgerecht. So, dann kommen wir mal rüber zu dem anderen 112 Liter des Aufzugbecken. Das kennt ihr ja bereits. Da habe ich nämlich meine Chirax Pulcher reingesetzt. Die kleinen, die sind deutlich kleiner, sind so 3. Vielleicht 4 cm. Und das Interessante ist wirklich, dass die nicht absolut nicht in diese Höhlen reingehen, die dafür gedacht sind und hier auch extra so eingearbeitet wurden, sondern man sieht oben drauf, guckt da jetzt, sie buddeln sich in der Regel dazwischen oder darunter und kommen dann aus der Seite wieder raus. Also buddeln sich praktisch ihre eigenen Höhlen, nehmen die nicht an, so wie vorhanden. Damit ich ein bisschen Schärfe reinkriege, da sitzt einer und jetzt hat er mich gesehen, das ist schade, da war ich etwas zu schnell. Die sitzen nämlich hier in einem ganz ruhigen Raum, wo kaum Leben drin ist, kaum jemand reingeht hier. Dementsprechend ruhig ist es und sie sind Schritte oder andere Geräusche und Vibration nicht gewohnt, von daher leider etwas schreckhafter noch, aber immerhin lassen Sie sich mal blicken. Ja, hier noch einer von dem Sonnenmobil, im Hintergrund die Corydoras Sterbai. Es sind hier noch 5 Stück drin, eine etwas kleinere auch. Sonnenmobil Ivan Stoffi hier mit drin. Dann haben wir hier noch die Funkensammer, die Hyphysobrykon Amandae. Ja, und jede Menge Garnelen, bunter Garnelenmix. Mal sehen, gehen wir hier mal weiter rüber. Hier sitzen nämlich auch noch normalerweise Krebse. Hier sitzen aber erstmal nur Garnelen. Unter der Wurzel sitzt in der Regel, hat er sich da eine Höhle gegraben, auch noch ein Scherax-Purcher. Man kann ihn leider nur erahnen, nicht direkt sehen. Noch nicht jedenfalls. Und hier im Zwischenraum sitzt normalerweise auch einer von den Purchers noch. Jetzt lassen sie sich allerdings tatsächlich nicht so blicken. Ja, idealerweise muss hier noch mehr Laub mit rein. Ich habe hier so ein bisschen was drin, ein bisschen was ist auch schon verschwunden, aufgefressen worden wahrscheinlich oder hat sich aufgelöst. Eichenlaub, wie man sieht im Hintergrund und ja, ein paar Erlenzapfen hier mit drin, die auch so als Futter dienen unter anderem. Ja, und ansonsten gibt es hier jede Menge Post von Schnecken in allen Variationen und Größen, die, denke ich, als kleiner Zwischenmahlzeit oder Snack für die Krebse recht willkommen sind. Proteinreich, ja, ernährt werden, beziehungsweise als Proteinsnack gelten. Ich gucke immer mal wieder, aber ich sehe hier jetzt leider an den üblichen Stellen keine der Krebse. Man sieht, wenn ich es später nochmal schaffe, dann werde ich das mit hier hinzufügen oder anfügen. Im Moment lässt sich hier leider, doch, da kommt jetzt einer.
Da kommt nochmal ein Pulcher, der ist wieder gerade am Schaufeln, am Buddeln. Man sieht ihn hinter den Pflanzen. Relativ klein, wie gesagt, ist kein Vergleich zu dem Orangenstipp. Der ist deutlich größer schon. Und hier müssen wir mal schauen, was da, wie die sich entwickeln werden hier in nächster Zeit. Wir sind fleißig am Buddeln, fleißig am Wühlen, wie man sieht. Jeder Stein, hier auch die Schnecke muss weg. Er muss jedes Mal wahrscheinlich seine Höhle aufräumen, weil sich darunter alles verstecken will. Und er schmeißt alle wieder raus, hier die Schnecke, die nächste Schnecke, raus hier, meine Höhle. Noch jemand hier Unerwünschtes eingezogen. Schauen wir mal, was er so meint. Na, und das ist jetzt erstmal gut. Ja, sieht so aus. Wie gesagt, ich hatte hier vor einer halben Stunde ungefähr gefüttert. Das lockt die normalerweise immer so ein bisschen raus. Aber dieser kleine Scherax hier ist momentan nur aufräumen und nicht am Fressen. Bedacht, seine Höhle für sich zu behalten und nicht an Schnecken abzugeben. Da glaube ich, fummelt er schon wieder an einer Schnecke rum. Oder will sie, versucht sie rauszubuxieren. Ja, also ich finde das Verhalten, auch wenn man es jetzt schlecht sehen kann, über die Handycam, sehr interessant. Sind sehr agile Krebse, verstecken sich nicht oder sehr gut verstecken, klar. Aber ja, sind halt aktiv und sitzen nicht wie eine, ja, wie soll man sagen, wie ein Räuber irgendwo in einer Ecke und lauern die ganze Zeit nur rum, sondern sie sind aktiv. Auch wenn sie aktiv am Aquarien umgestalten sind, stört mich das noch nicht. Wie gesagt, ich möchte im neuen Jahr oder nach Weihnachten das 200 Liter Becken aufstellen, das Krebs als Krebsbecken dann einrichten. Da werden dann keine Pflanzen einziehen, sondern einfach nur Wurzeln und Sand als Bodengrund, weniger Kies. Vielleicht auch Zeolit, ich bin mir noch nicht sicher. Beleuchtung keine oder nur sehr schwach. Einen kleinen Filter will ich reinhängen. Ja, und ansonsten schauen wir mal. Ich habe noch nicht so viel, beziehungsweise eigentlich ja gar keine Erfahrung mit Krebsen. Diese Höhlen hier werden nicht angenommen. Ich werde sie wahrscheinlich ein oder zwei trotzdem mit einbringen, weil sie werden wachsen. Wir werden sich da nicht mehr zwischengraben können. Logischerweise. Vielleicht werden sie dann eher angenommen, dass sie die Höhlen jetzt vielleicht einfach noch zu groß sind und sie sich daran nicht sicher genug drin fühlen. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich fange auch gerade erst an mit Krebsen und musste auch meine eigenen Erfahrungen sammeln machen. Ja, da ist noch ein Kaiser-Tetra mal wieder. Irgendwo kommt immer einer mit durch. Da bist du heute Mogil Ivan Stoffi. Ja, man, da und da sieht man noch ein paar kleinere. Wo sind sie jetzt? Eben waren sie gerade im Bild. Da, die rötlich schimmernden. Mal sehen, ob wir sie noch einmal raufkriegen. Da oben schwimmen sie. Die Boraras brachiata, der Rest von 30 Stück, beziehungsweise 10 sind noch in den anderen Becken drin. Finde ich ganz witzig. Finde ich ganz schön. Diese Minifische hier. Ich hätte vorher die Scheibe sauber machen sollen. Ganz klarer Fall. Bringen auch Leben rein, sind sehr spritzig, fidel. Und inzwischen sehen sie auch wirklich richtig gut aus. Also schön rot, eine schöne rötliche Färbung, so wie sie eigentlich sein sollen. Gefallen mir sehr gut. Ja, noch mehr Krebse gibt es hier scheinbar nicht fürs Erste. Dann werde ich mal das Video hier beenden. Ein Gesamteindruck. Und wünsche euch allen auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und wenn wir uns nicht mehr hören oder sehen sollten, dann guten Rutsch ins neue Jahr. Sowie viel Gesundheit, bleibt gesund und bleibt Aquarianer. Bis dann.